Tachchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Modpack-Odyssee, möchte ich schon beinahe sagen. Das Thema hat ja inzwischen sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Es ist bei Wargaming in Bereiche vorgedrungen, die es noch nie zuvor erreicht hat, quasi Star Trek-mäßig eingeflogen. Und es ist inzwischen relativ schwer zu sagen, wo das Ganze angefangen hat und wie das Ganze ins Rollen gekommen ist. Aber ich möchte mich hier an der Stelle noch mal ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die sich für dieses Thema stark gemacht haben. Egal, welche Meinung ihr dabei vertreten habt, ob meine oder die von Mutality oder die irgendeines anderen bekannten YouTubers, Streamers, Modders, was auch immer, wir alle, denke ich mal, haben dazu beigetragen, dass Wargaming dieses Thema nicht länger ignorieren kann. Und dafür möchte ich mich bei allen erstmal ganz herzlich bedanken, weil das ist das, worum es mir ganz am Anfang schon immer ging. Ich weiß auch, dass wir ganz am Anfang belächelt wurden nach dem Motto, ach komm, da passiert doch eh nichts, das ist doch alles vergebene Liebesmühe. Aber dem ist nicht so. Wargaming beschäftigt sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv. Die Modder-Szene beschäftigt sich sehr, sehr intensiv damit. Die Clan-Szene beschäftigt sich sehr intensiv damit. Und eigentlich ist das ganze Thema überall angekommen. Die Spieler und die Clans selbst dabei, also quasi die Community, arbeitet da ganz alleine an einer interessanten Möglichkeit, um mit dem Thema umzugehen. Und zwar bin ich da im Wargaming-Forum auf einen Post aufmerksam gemacht worden. Dort geht es darum, dass einige Clans angefangen haben, so eine Art Selbstverpflichtungserklärung zu unterschreiben, die sie selbst quasi dazu anfeuert, gegen verbotene Mods vorzugehen, im eigenen Clan dafür zu sorgen, dass keine Spieler verbotene oder unfaire Mods nutzen. Im Kern geht es dabei wirklich um drei Punkte, und zwar, dass die Clans gegen illegale und verbotene Mods im eigenen Clan vorgehen, dass sie das quasi sanktionieren, und sie gehen dabei von der Modding-Liste aus, die ich unter anderem in einem meiner Videos erklärt habe. Da sind auch bereits einige sehr namhafte Clans dabei, die das Ganze unterzeichnet haben, unter anderem ATD, S4 und Try-It, um nur einige der Clans zu nennen, aber es werden täglich mehr. Es ist natürlich ein Unfug daran zu glauben, dass man jeden einzelnen Member kontrollieren kann. Und es ist den Clans auch durchaus bewusst, dass sie nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren können. Aber das Wichtige und Entscheidende dabei ist, wie ich finde, der Wille, überhaupt etwas zu tun. Der Wille, mit einem guten Beispiel voranzugehen und zu sagen, ja, wir wollen aktiv dagegen vorgehen, wir haben die Problematik erkannt, und auch wenn uns bewusst ist, dass wir es vielleicht nicht wirklich zu vollster Zufriedenheit aller lösen werden, möchten wir doch an diesem ganzen Umschwung mit beteiligt sein, und wir möchten auch dafür sorgen, dass zumindest bei uns im Clan das Ganze sehr sauber abläuft. Und deshalb finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Sache, auch wenn natürlich klar ist, dass damit das Ding nicht durch ist. Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, der findet den Link zu entsprechendem Forum-Post unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ja einfach mal raufklicken und euch das ganze Thema dort nochmal durchlesen. Und wer weiß, vielleicht möchtet ihr ja mit eurem Clan da auch unterzeichnen. Aber nicht nur in der Clan-Szene und bei den Spielern ist das Thema Mod-Using angekommen, sondern selbstverständlich auch bei den Modpack-Anbietern und bei den Mod-Erstellern. Und das ist ein ganz essentieller Bestandteil dessen, wenn es darum geht, eine Lösung für das Problem zu finden. Ich weiß lediglich, dass es so ein Treffen geben sollte zwischen Deutschlands großen Mod-Anbietern. Und die wollten intern mal diskutieren, wollen wir vielleicht den ein oder anderen Mod gemeinsam rausnehmen, damit es quasi nicht dazu kommt, dass nur einer einen Mod rausnimmt und dann seine ganzen User verliert und die zu einem anderen Modpack-Anbieter gehen. Wollten diese großen Modpack-Anbieter quasi zusammenkommen, sich an einen Tisch setzen und mal gemeinsam das Thema wirklich diskutieren und ernsthaft überlegen, wie können wir als Modpack-Anbieter da vielleicht auch ein bisschen zu beitragen. Was genau dabei herausgekommen ist, ob dabei überhaupt schon irgendwas herausgekommen ist, das weiß ich nicht, da ich an diesen Gesprächen persönlich nicht beteiligt bin. Aber Oldschool hat da zum Beispiel in einem Videointerview mit Sir Nossi ein paar sehr interessante Fakten auf den Tisch gebracht. Und zwar wurde mitgeteilt, dass Wargaming Europe in naher Zukunft, also eigentlich ab sofort, einen Mitarbeiter abstellt, der sich ausschließlich mit den Modpack-Anbietern und den Mod-Erstellern zusammensetzt und mit denen gemeinsam diskutieren soll, was in den Modpacks erlaubt sein soll und was nicht. Und das ist ein gigantischer Schritt. Das ist das erste Mal quasi, dass Wargaming offiziell
an dieser Diskussion teilnimmt, was sollte in einem Modpack drin sein und was sollte eventuell verboten werden. Ob Wargaming sich hier schon bereits mit jemandem getroffen hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass sein erstes Treffen mit Odem Mortis stattfinden sollte. Aber ob da jetzt schon was passiert ist, geht über meinen Horizont hinaus im Augenblick. Aber persönlich muss ich sagen, das ist genial. Da passiert endlich was, Leute. Weil das ist natürlich so einer der großen Knackpunkte in diesem ganzen System. Wenn die Modpack-Anbieter die Mods einfach rausnehmen würden, dann würden die Spieler auch nicht mehr zu Mods kommen, die eventuell verboten sind. Also, dass Wargaming da eingreift, finde ich persönlich eine geile Sache. Und wer sich das ganze Interview zwischen Sornossi und Oldschool zu dem Thema nochmal angucken möchte, das findet ihr selbstverständlich auch nochmal in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also in der Clan-Szene ist das Thema angekommen. Bei den Moddern ist das Thema angekommen. Bei Wargaming ist das Thema angekommen. Und selbstverständlich ist das Thema auch bei den Community-Kontributoren, bei den YouTubern und bei den Streamern angekommen. Hier wurde in den letzten Monaten, ich möchte es mal nennen, sehr rege diskutiert. Ja, da wurde sehr emotional diskutiert. Da wurde sich teilweise richtig gefetzt, auch innerhalb der Kontributorengruppe. Auf einzelne Streitpunkte möchte ich da gar nicht eingehen, aber es ist natürlich klar, das sind alles verschiedene Individuen und wir haben alle eine andere Meinung. Und diese Meinung ist da sehr, sehr oft auch brutal miteinander kollidiert. Aber es gibt doch inzwischen erstaunlich viele, die mit dem Thema sehr, sehr kritisch umgehen, die entweder im Augenblick komplett Vanilla fahren im Stream oder auf YouTube oder die zumindest ihr Modpack sehr stark, ich sag mal, abgeändert haben, um wirklich nach bestem Gewissen zu sagen, ich glaube, bei mir ist jetzt nichts mehr drin, was irgendwie anstößig ist. Ob das letztendlich der Fall ist, weiß natürlich keiner. Das weiß eventuell nur Wargaming, ob da wirklich alle Mods jetzt raus sind bei dem einen oder anderen. Aber ganz klar und wichtig hier an der Stelle, das ist bei uns allen angekommen und wir alle versuchen an der Lösung dieses Themas mitzuarbeiten. Jeder auf seine Art und Weise und jeder mit eigener Intensität. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz deutlich bitte aufrufen dazu, lasst doch das Gehate sein. Also sprich, wenn ihr ein Fan von mir seid, geht nicht auf Mutalities Channel oder Ryokats Channel oder Sornossis Channel oder was auch immer und fangt da an, irgendwie das Mod-Gehate auszupacken, weil das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht die Leute anfeinden, sondern ich möchte sie in einer Diskussion von meiner Meinung überzeugen. Deshalb an meine Fans nochmal ganz dringend der Appell, bitte lasst die anderen YouTuber, Streamer so spielen, wie sie es für richtig halten. Eine Diskussion ist immer okay, aber bitte lass das Gehate sein. Das finde ich unangebracht und das soll auch gar nicht irgendwie ausarten. Letztendlich ist halt jeder Streamer selbst dafür verantwortlich, was er macht und wie er mit dem Thema umgehen möchte. Zu guter Letzt komme ich noch zu einem Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist, denn an dem arbeite ich jetzt schon eine ganze Weile. Oft war immer das Problem bei diesem Thema, dass man von Wargaming keine offizielle Antwort bekommen hat. Ich habe zwar irgendwie intern eine Meinung bekommen, aber die durfte ich dann nicht zitieren oder sollte sie nicht zitieren. Und dann war es natürlich für Außenstehende immer ganz merkwürdig, dass ich scheinbar irgendwelche Informationen hatte, aber nicht sagen durfte, von wem, wann oder wie die entstanden sind. Das war natürlich teilweise sehr unbefriedigend für alle Beteiligten. Und deshalb habe ich mich an Wargaming gewandt, mich an eine relativ hohe Stelle gewandt, und zwar an den Florian Mentel. Der ist Head of Community Management Europe, sozusagen der höchste in Europa, was die Arbeit mit der Community angeht, und habe ihm ein paar Fragen gestellt, die mich interessiert haben zu dem Thema. Und ich habe ihn gebeten darum, mir Antworten zukommen zu lassen, die dann letztendlich auch zitierfähig sind, die ich quasi so eins zu eins der Community präsentieren kann und sagen kann, hier, das sind die offiziellen Antworten von Wargaming auf meine Fragen. Und die möchte ich jetzt hier mit euch nochmal gemeinsam durchgehen. Jetzt bitte nicht wundern, dass ich so ein bisschen rechts an der Kamera vorbeigucke, denn ich habe natürlich keinen Teleprompter hier stehen, deshalb muss ich die Fragen, so wie sie bei mir auf dem Monitor stehen, halt ablesen. Also, ja. Ja, ihr wisst schon. So, die erste Frage, die ich gestellt habe, war, warum gibt es in World of Tanks für jeden Server andere Regeln, was die Modding-Szene und Modnutzung angeht? Stichwort Blacklist NA. Das war natürlich immer so ein großes Problem und ein Argument, was viele dann halt auch genutzt haben. Ja, aber in Nordamerika ist doch das oder das verboten oder das explizit erlaubt.
Und deshalb war es für mich wichtig, diese Frage zu stellen, wie es dazu zustande kommt und warum es diese unterschiedlichen Regelauslegungen gibt. So, die Antwort haben wir hier. Die teils unterschiedliche Herangehensweisen der Region begründet sich auf den unterschiedlichen Herausforderungen, denen sich eine jeweilige Region stellen muss. Die Regeln für die Modding-Szene sind jedoch die gleichen in jeder Region. Alleine ihre Durchsetzung fällt unterschiedlich aus. Nach unserem Verständnis gibt es sowohl positive als auch negative Implikationen für beide Herangehensweisen. Sowohl Wargaming intern wie auch extern für die Spieler. Verständlicherweise können die unterschiedlichen Positionen für Irritation sorgen. Daher versuchen wir möglichst bald eine globale, einheitliche Position zu präsentieren. Um es nochmal auf den Kern zusammenzufassen. Da steht sehr viel... Ja, es ist natürlich sehr politisch formuliert, aber der Kern der Aussage, der Fakt der Aussage ist hier der letzte Satz. Daher versuchen wir möglichst bald eine globale, einheitliche Position zu präsentieren. Sprich, Wargaming weiß, dass es im Augenblick diese unterschiedliche Regelauslegung gibt. Sie sind sich des Problems bewusst und sie arbeiten daran, eine globale Regelung für alle Server herzustellen. Das ist der Kern der Aussage. Leute, das große Thema ist also bekannt und Wargaming arbeitet daran wirklich, dass alle Regionen die gleichen Regeln verpasst bekommen. Damit endlich Schluss ist mit diesem Chaos, dort ist es aber erlaubt und bei uns nicht, was soll der Mist? Das ist der Kern. Das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Transparenz auch. Frage 2, die ich gestellt habe. Aufgrund einiger Antworten in den Support-Tickets ist wohl bewiesen, dass sämtliche Mods, die dem Spieler einen Vorteil verschaffen, unfair sind und daher verboten sind. Stichwort Reload-Timer. Wieso wurde dieser Leitsatz, also dieses mit dem unfairen Mod, in die Richtlinien für Modder nicht integriert? Da habe ich die Antwort bekommen, die Aussage ist so nicht ganz korrekt, da extrem subjektiv. Die Frage, wieso keine generelle Aussage in diese Richtung gehend in den Richtlinien enthalten ist, kann derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden. Ich werde diese Tatsache aber intern bei uns direkt ansprechen. Interpretiere ich folgendermaßen? Jein. Wir sind uns bewusst, dass dieser Leitsatz nicht in den Regeln drin ist und wir diskutieren intern darüber, ob es rein soll oder ob wir es sein lassen. Also keine wirklich ganz glasklare Antwort an der Stelle. Bisschen unbefriedigend, aber es wird zumindest intern diskutiert. Was auch immer das bedeutet und mit welchem Ausgang, bleibt ungewiss. Frage 3. Wenn es scheinbar also Mods gibt, die laut Support definitiv als verboten gelten, muss es eine interne Liste geben oder einen Entscheidungsträger, der dies definiert. Wieso erfährt der Nutzer nicht von dieser Liste oder diesen Richtlinien, sondern nur der Mod-Ersteller? Die Frage habe ich explizit deshalb gestellt, weil es ja diese Liste für Mod-Ersteller gibt, die ich auch angesprochen habe, aber keine Liste für die Nutzer. Antwort? Unser Ziel war und ist es immer, einen möglichst leichten und unkomplizierten Einstieg in World of Tanks zu gewähren und eine positive Spielerfahrung zu schaffen. Modifikationen tragen erheblich zu der Spielerfahrung bei, daher auch unser Ansatz, möglichst offen für Mods zu sein. Also Wargaming möchte, dass ihr Spiel Spaß macht und Mods können cool sein, deshalb wollten sie Mods drin haben. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wir mit einer Vielzahl von Modifikationen umgehen müssen, welche zudem auch häufig verändert und aktualisiert werden. Daher sollte die Klärung der Frage, ob eine Modifikation verboten ist, durch ein vorsorgliches Einwirken auf die Mod-Erstellung und deren Entwickler dem Spiel selbst weitgehend abgenommen werden. Sprich, runtergebrochen, sie wissen, mit den Mods ist schwer, sie wollen Mods im Spiel, weil sie wissen, Mods sind cool. Und sie wollen die Reglementierung bei Mod-Ersteller und Modpack-Anbieterseite packen. Letztendlich soll es scheinbar so ausgehen, dass der Spieler selbst einfach spielen kann, weil es gar keine definitiv verbotenen Mods mehr irgendwo gibt. Ja? Sie wollen also auf die Mod-Ersteller einwirken, auf die Mod-Hersteller. Das ist bisher überhaupt noch nicht passiert. Wie wir sehen, diese Liste gab es, an die Liste hält sich scheinbar keiner. Aber ganz klar die Aussage, es soll für den Spieler möglichst einfach werden. Es soll für den Spieler quasi gar nicht mehr die Chance geben zu cheaten, sondern das soll alles Mod-Ersteller und Modpack-Anbieterseite geschehen und abgewickelt werden. Frage 4.
Wargaming ist nicht in der Lage, anhand ihrer eigenen Replay-Dateien ein solches Vergehen zweifelsfrei festzustellen. Die Aussage kannten wir ja. Daher sind die Strafen derzeit nur für Nutzer möglich, die auf Video oder Live sich selbst überführen. Wenn ich also behaupte, für den normalen Spieler besteht weiterhin keine Gefahr, für verbotene Mods gesperrt zu werden, solange er nicht selber seine Spiele online stellt, entspricht das der Wahrheit? Einfach nur mal die Frage, kann ich als Spieler gesperrt werden für die Verwendung eines Mods, wenn ich es nicht selbst quasi irgendwo online stelle? Unsere internen Prozeduren und Vorgehensweisen legen wir generell nicht offen, von daher kein direkter Kommentar hierzu. In erster Linie konzentrieren wir uns jedoch auf eine positive Erfahrung des Spielerlebnisses und ebenfalls im direkten Kontaktprozess zu uns. Schaffen wir dies immer und in allen Fällen? Ziemlich sicher nicht. Es ist aber immer unser höchstes Ziel und wir arbeiten kontinuierlich daran, uns selbst zu verbessern. Da steht einfach nichts. Also die Antwort auf diese Frage ist schweres Thema. Werden wir keinen Kommentar zu abgeben, aber so ist es nun mal. Also keine eindeutige Antwort leider an der Stelle. Natürlich möchte Wargaming auch nicht den Spielern einen Blankoschein in die Hand drücken und sagen, hier, du kannst letztendlich nutzen, was du willst. Das können sie ja und dürfen dann sie natürlich an dieser Stelle nicht schreiben. Von daher bin ich auch von keiner direkteren Antwort da an der Stelle ausgegangen. So, Frage 5 war, wie und wann gedenkt Wargaming hier einzugreifen, um diese offensichtliche Unfähigkeit, die eigenen Regeln durchzusetzen, zu beheben? Wurde nicht beantwortet, weil Frage 4 ja nicht mit Ja beantwortet wurde. Also da ist dort rein offiziell keine Unfähigkeit gibt, diese Regeln durchzusetzen dem Spieler gegenüber, war diese Frage dann hinfällig. So, Frage 6. Da es seit langem oben genannte Regeln für Mod-Ersteller gibt und diese ganz offensichtlich von den Erstellern gebrochen werden, Advanced Auto Aim als Beispiel, wieso ist Wargaming bisher nicht auf die Entwickleranbieter zugegangen und hat dem einen Riegel vorgeschoben? Von mir nochmal ganz explizit die Frage, Leute, es gibt eure Regeln, warum ist da bisher Mod-Hersteller seit ich noch nie irgendeine Strafe ausgesprochen worden, warum kriegt man da nichts mit? Die Zusammenarbeit mit den Mod-Erstellern zum Zweck der positiven Einwirkung auf die Mod-Entwicklung wurde vor einiger Zeit in der CIS-Region aufgegriffen und getestet, da hier in dieser Region die Mehrheit der Modder arbeitet und auch viele gängige EU-Mods hier ihren Ursprung haben. Also sprich, Russland hat vor kurzem damit angefangen, endlich mit den Mod-Erstellern zu reden und zu kommunizieren, was soll erlaubt sein und was nicht. Wir haben nun kürzlich damit begonnen, die regionalen Publishing-Niederlassungen, also EU, NA, Asia und so weiter, in diesen Prozess mit einzubeziehen, sowie zusätzlich regionale Modder zu kontaktieren und dann direkt mit diesen zusammenzuarbeiten. Das ist quasi nochmal explizit die Bestätigung von dem, was Oldschool angesprochen hat in dem Interview mit Zenossi. Es wird jetzt auf die Modder in EU und auf die Mod-Anbieter zugegangen und gesagt, Leute, lasst uns an einen Tisch setzen und gucken, ob wir da eine Lösung finden. Finde ich geil. Das ist hier der Kern der Aussage. Ja, wir machen das jetzt sofort. Super. Endlich mal wirklich eine zitierfähige Antwort. Ja, wir arbeiten jetzt mit denen zusammen. Wird es in Zukunft eine Liste geben, damit der Nutzer endlich weiß, ob er etwas Verbotenes benutzt oder nicht? Wie bereits erwähnt, möchten wir möglichst bald unsere Kommunikation hierzu auf globaler Ebene anpassen. In welcher Form das dann konkret passieren wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig definiert. Wir arbeiten aber daran. Interpretiere ich jetzt mal als ein Jein. Sie möchten ganz gerne, dass nach außen kommuniziert wird, global, was es erlaubt und was nicht. Aber es wird sich hier nicht festgelegt, ob es eine Liste geben wird, eine Blacklist, eine Whitelist. Nur, dass es irgendwie kommuniziert werden soll. Das wird hier nochmal gesagt, aber nicht wann und wie. Schade. Frage 8. Advanced Auto Aim. Verboten, ja, nein. Keine Antwort. Leider. Schade. Da hätte ich mir wirklich ein deutliches Ja oder Nein gewünscht, aber da wird nicht drauf eingegangen. Frage 9, auch zum Thema Auto-Aim. Wie kann es sein, dass ich eine Antwort vom Februar zum Advanced Auto-Aim habe in Englisch vom WG-Support, in dem es heißt, nein, der Mod ist erlaubt, und einen aus Deutschland, die mir sagt, ja, ist verboten, aus dem April. Diese Facebook-Posts habt ihr vielleicht gesehen bei mir oder bei Mutality mit den entsprechenden Screenshots.
Hinter jeder Antwort sitzt ein Mensch. Menschen machen Fehler und Fehler haben meistens negative Auswirkungen. Speziell in der Kommunikation. Selbstverständlich versuchen wir, diese weitestgehend zu verhindern und in der Gesamtzahl zu minimieren, aber ich denke, wir sind uns darüber einig, dass es dafür leider keine Garantie gibt oder jemals geben wird. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Es gibt intern keine Liste. Ich glaube, es gibt, also ich interpretiere das jetzt so, Menschen sind Menschen, Menschen machen Fehler in der Interpretation, Menschen machen Fehler beim Auslegen von irgendwas. Aber für mich ist das jetzt interpretiert, es gibt intern keine Liste, hier so ein DIN A4-Zettel, wo drauf steht Mod verboten, Mod verboten, Mod verboten, weil ansonsten könnte jeder Supportarbeiter der Welt, der so einen Tag arbeitet, einfach gucken, ist der Mod auf der Liste oder ist er nicht auf der Liste und dementsprechend agieren. Es kann natürlich auch sein, dass es diese Liste gibt und dieser eine Mitarbeiter dann halt einfach Antwort A angekreuzt hat, anstatt Antwort B. Glaube ich aber nicht an dieser Stelle. Sondern hier steht auch gerade speziell in der Kommunikation und sie versuchen Fehler zu minimieren. Ich interpretiere das so für mich, dass es nicht diese Liste gibt, von der immer alle sprechen. Es scheint nicht so zu sein, dass jeder Support-Mitarbeiter von Wargaming so einen DIN A4-Block hat, wo drauf steht A oder B ist verboten oder nicht. Ist natürlich nur eine Interpretationssache meinerseits, kann natürlich abweichend interpretiert werden. Und das gilt natürlich für sämtliche Antworten. Viele dieser Antworten sind leider interpretationsfähig. Sprich, ich hätte mir durchaus gewünscht, an der einen oder anderen Stelle eine noch deutlichere, klarere Stellungnahme zu erhalten. Ein einfaches Ja oder Nein wäre an der einen oder anderen Stelle sehr schön gewesen, aber ich finde es sehr gut, dass Wargaming überhaupt endlich mal etwas Offizielles zurückgegeben hat in die Community. Und ich denke, mit Florian Mentl haben wir da auch eine Position erreicht. Weiter höher komme ich einfach nicht, ja, wenn es darum geht, an Wargaming Fragen zu stellen. Von daher finde ich es gut und mutig und richtig und wichtig, dass Wargaming hier endlich mal Stellung genommen hat in einem ganz offiziellen Dokument. Schade, dass nicht alle Fragen beantwortet wurden. Das ist natürlich ja wirklich ein bisschen traurig. Aber ich denke trotzdem, dass ich hier mit diesem Video nochmal ein paar neue Fakten für alle zusammenfassen konnte. Vielen herzlichen Dank nochmal an alle, die sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt haben. Ich hoffe, dass wir da in der Modder-Szene, das ist der große Ansatzpunkt, ich hoffe, dass wir darüber jetzt relativ zeitnah zu einer interessanten Lösungsgestaltung kommen. Ich hoffe, dass sich Odem Mortis zusammensetzt mit ProMod, mit GDZ und mit Wargaming und dass dort gemeinsam quasi dran gearbeitet wird an den Ausarbeitung dieser Regelung, also was ist erlaubt, was ist verboten, was kommt raus aus den Modpacks und was lassen wir drinne. Ob es letztendlich dann irgendwann mal eine Liste von Wargaming geben wird, ich weiß es nicht. Aber dass die Regeln für alle Server gleich gemacht werden sollen, ist ein guter Anfang. Dass die Mod-Hersteller endlich mit ins Boot ganz offiziell geholt werden, ist ein super Ding. Das ist dringend notwendig. Und von daher glaube ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir dürfen da auch nicht locker lassen. Wir müssen das Thema weiterhin unterstützen und begleiten. Und ich denke, damit, dass ihr dieses Video euch angesehen habt, habt ihr schon mal einen Schritt getan. Bedanke mich ganz herzlich dafür. Verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Und wenn es irgendwas Neues gibt, werde ich versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten. Bis dahin, macht's gut und bye bye.